Ja, hallo, meine lieben Freunde der guten Unterhaltung. Da sind wir wieder auf unserem kleinen, ja, Challenge-Projekt, sag ich mal. Ja, hat schon nicht viel getan in den ersten Folgen, also es ist noch nichts Großes entschieden. Wir haben eine kleine Regel dazu genommen, weil wir nie wissen, wie viele Leute wir in jedem Team haben. Wäre es ja Quatsch, wenn jetzt jeder sich 10 Schlepper kauft, damit die alle was zu tun haben. Es dürfen auch In-Game-Aufträge gemacht werden. Also im Prinzip, wenn Auftrag da ist und dann kann jedes Team sich raussuchen, ich mache das jetzt und brauche auch nicht zu fragen, ob das andere Team den machen will, der macht den einfach und fertig. Ne Mecke, die. Mehr haben wir nicht. Wer zuerst kommt, mal zuerst mit den Preisen. Genau, das ist, kann jeder machen, wie er lustig ist. Kann auch sein, dass ein Team gar kein Interesse daran hat, 4 Aufträge zu erledigen, dass sie selber genug zu tun haben. Deshalb, das braucht keiner zu fragen. Die einzige Sache, die gefragt werden müssen, ist Felder. Ob die Felder gekauft werden dürfen. Und ansonsten, wie gesagt, Future Farming, Timeless Farming, Farming, Chaos Farming. Schau dir bei YouTube rein, Daumen da, Abo da lassen, Kommentare da lassen, was wir ändern sollen und ja, dass wir besser werden wollen, wissen, weil den Kommentar könnt ihr sparen. Ja. Und dann wünschen wir uns viel Spaß dabei, ne? So. Oder? Und auf der Facebook-Seite vorbeischauen. Genau, Facebook haben wir auch noch. Und eine Homepage haben wir auch noch. Das steht aber alles in den Kommentaren. In den. Die Homepage ist leider gerade nicht online. Ach, die wird hier geändert. Genau, stimmt. Die wird ja auf den aktuellen Stand gebracht, richtig. Ja, da wünsche ich dann viel Spaß bei unserer kleinen Challenge hier und ja, weiter geht's, ne? Jo, Viel ciao. Spaß, Mecke. So, Auf Männers, Wiedersehen. da sind wir wieder. Auf geht's. So, also wie gesagt, wir haben ja neue Änderungen, dass auch Aufträge angenommen werden können, wenn wir Zeit haben. Oder wenn wir Bock haben. Ich wäre dafür, das machen wir nur, wenn wirklich sein muss. Und wir haben Leute zu viel oder irgendwie, dann gucken wir uns mal einen Auftrag an. Kann ja immer mal jeder gucken, was so anliegt an Aufträgen, ob das Sinn macht oder ja, so die Richtung. Jetzt zum Wie sieht Beispiel, das? wenn die Wiese abgeerntet ist, die wäre gut, wenn wir die direkt wieder düngen könnten. Wenn das Feld soweit abgeerntet ist, dass wir düngen können, direkt wieder säen können, weil wir haben ja nur eine kleine Sämaschine, das dauert ja alles. Also wenn wir jetzt so einen Auftrag annehmen, der ewig weit, ewig lang dauert zum Beispiel, dann ist das ein bisschen schlecht. Also in Sachen wie Düngen oder so, das ist machbar. Aber jetzt so ein, was weiß ich, Feld ernten und Heu draus machen und sowas, das geht gar nicht. Das bringt nichts. Das dauert viel zu lange. So kleine Dinger können wir machen, aber so Riesensachen nicht. Kartoffel ernten oder sowas, das machen wir nicht. Das bringt nichts. Da bleiben wir besser bei uns hier. Ja. Beim Kartoffelernten, da wirst du ja verrückt. Nee, das bringt doch nichts. Das ist. Dann tust du besser dreimal düngen irgendwo dann und dann ist gut. Das gleiche Geld verdienen. Genau. Und das geht viel schneller. Und am besten nur die Sachen machen, wo wir auch Maschinen für haben, ne? Wenn es sich rächen würde. Chef, hast du dir die Sonnenblumen anguckt? Allerbeste Qualität in deinem Anhänger. Ja, ich sehe nur Unkraut drin. Na, du musst doch mal optimistisch denken. Ja, genau. Was machen die anderen zwei Herren denn hier? Ach so, die sind Ich schon will am. noch gehen. Ich Ach fahre so. gerade eben noch den Rest an. Ich hole mir mal gerade den. Der Fan ist doch noch frei, der 800er, ne? Ja. Ich muss ja hier nicht auf dem Schlepper sitzen bleiben. Dann tue ich das, versuche ich das mal festzuwalzen hier. Ja, ich habe es ein bisschen weiter hinten alles reingekippt und so. Ja, das ist okay. Alles gut. Der ist ja ziemlich schwer. Jetzt schwer abzukippen, weil ich den nicht so gut rückwärts schieben kann, wenn er gerade abkippen muss. Ja, ist kein Problem. Es geht hier nur darum, dass der Krempel fest ist. Ja. Das wird auch eine gute Einnahme, natürlich. Also glaube ich mal. Genau, ich Man kann bin. hier so rechnen: 100 mal 300 oder 200. Ich bin der Auffassung, dass wir, wenn wir uns auf die Sachen hier konzentrieren und wir wirklich nur Aufträge annehmen, wenn wir auch Zeit haben. Ich glaube, das ist die bessere Taktik. Ja. Also, ja, gut, es sei denn, wenn Ja, du so würde wirklich ich das sechs auch machen, Leute ja. oder fünf Leute machst, kann einer oder zwei mal einen Auftrag machen. Ja, oder wie gesagt, wenn wir jetzt. Wir haben alles angesät und ist Luft, das ist ja kein Problem. Aber jetzt, ich denke mal, weil der Kollege Mecke hat das in den Raum geschmissen, weil ich habe eben mitbekommen, die wollten mir Dünger verkaufen. Die haben so viel Dünger gekauft, dass sie anscheinend immer viel Geld haben.
Und das Make auf die. Ja, pleite nicht, aber wenn ich Dünger verkaufe, also ich komme jetzt nicht auf die Idee, unseren Dünger zu verkaufen, dann hat das schon Sinn. Und das am Anfang des Spiels. Ich denke mal, ja, er hat zwar gesagt, er hat irgendwie zu oft drauf gedrückt oder was, aber. Ja. Und deshalb will er jetzt einen Auftrag erledigen können. Kann er machen, kein Problem. Ich meine, ich finde die Idee ist ja nicht schlecht. Ne? Also wenn wir jetzt mit vier Mann ihr Däumchen drehen, ist ja auch Quatsch. Also ich hätte lieber gekauft für 100 das Big Pack. Ja, nee, den hätte ich ja nicht bekommen. Also war schon, die Rede war vom Einkaufspreis. Also jetzt außerhalb der Aufnahme. Haben wir eben noch gesprochen, haben wir das beschlossen. Die Idee ist schon okay. Aber ich habe für mich gedacht, naja, dann schauen wir mal. Also ich habe vor, unser Polestar, wenn es machbar ist, nicht unter 200.000 fallen zu lassen. Ja. Ah, Entschuldigung, Ackermann, komm, oder wer sitzt denn noch da drin? Genau, Ackermann, komm zurück, alles gut. Würde ich auch nicht machen, weil wir bräuchten nur noch ein bisschen Polestar, falls uns mal irgendwas abhanden kommt. Das klingt oder so. Genau. Ja, oder wenn wir Schweine kaufen wollen, mal ein paar, dass wir immer ein bisschen, weißt du, da können wir zur Not doch mal Schweinefutter kaufen, wenn es ganz schlecht läuft. Also ist perfekt, Ackermann, wunderbar. Mit unseren Steinen. Keine Ahnung. Das war's. Schön, Ladewagen weg. Ich hab doch gesagt, ich komme so 100.000 runter. Was soll ich jetzt machen? Ach, der Wiese ist fertig. Komplett fertig, ja. War das alles? Ja. Dann hol den Düngestreuer und tust die Wiese sofort düngen. Dann müsste normalerweise Dünger drin sein, oder Andi? Ja, ne? Oder war der Kalk drin? Nee, der hat so. Ja, nein, ist Dünger drin, aber ich würde es jetzt machen lassen, weil ich mit meinem kleinen GAC, das geht. Ja. Doch, der müsste schaffen. Schaffen tut das, aber wenn es gleich drauf geht, dann fährst du die Kamera. Ja, da ist mehr Zeit, das ist ja eh nichts zu tun. Ja, und was kann ich machen, weil ich bin ja jetzt gerade fertig. Ja, dann mach du das mit deinem. Okay, und wo ist denn hier nicht? Hier unten. Da jetzt zum Beispiel ist einer ja leer. Einer hat jetzt nicht, doch, einer fährt jetzt, guck mal beim Dings, wie voll der Anhänger ist, beim Andi. Geht dann dritte Ladung drin. Bitte? Dritte Ladung. Eine Ladung drin. Eine. Ach, eine erst, okay. Ja, dann würde ich sagen, aber da müssen wir schon mit Maschinen machen jetzt, wenn jetzt, Moment, ich frage mal gerade, wer ist denn jetzt leer? Wer hat nichts zu tun? Heinrich, ne? Heinrich, ne? Ja. Dann würde ich sagen, gucken wir mal nach dem Auftrag, dann machst du einen Auftrag, wenn du willst, oder? Ja, finde ich halt sogar. So, und zwar tun wir. Mist. Die Säcke. Aber nur lukrative, ne? Die Säcke. Einmal düngen haben wir noch, Feld 60. Geht gerade nicht, weil bei uns ist es, oder? Nein, mit den Maschinen. Ich leih die Maschinen mit aus. Oh ja, okay, mach ich. Aber wie viel Dünger brauchst du dafür? Wie groß ist Feld 60? Den Dünger können wir dann in unser Silo kippen. Weil meistens kriegst du ja bei den Aufträgen mehr Dünger. Nee, da ist gar keiner drin. Den musst du selber kaufen. Okay. 60. Ich sag schon mal, da ist schon was drin. Welches Feld ist das? 60. Ist groß. Ja. Fahr mal hin. Zapp mal hin. Die Maschinen stehen beim Händler und guck mal gerade da. Ich glaube, da ist kein Dünger drin. Wer hat denn hier die ganzen Fahrzeuge gekauft? War das unser Nachbarhof? Nein. Ich weiß nicht, was da steht. Also der. Ach, da steht ein Düngestreuer, ein Gewicht und ein MF, glaube ich. Nee, ein Case ist es. Ja, das ist jetzt für deinen Auftrag, für die Feld 60. Jo. Und Dünger, woher soll ich den holen? Ah, der ist noch nicht da. Warte, dann kaufe ich ein paar. Moment. Und bevor du den Auftrag, wie soll ich sagen, abschließ und noch Dünger drin ist, bringst du den zur Garage. Ich glaube, zwei Dinger lang noch, oder? Müssten lang, oder? Oder soll ich noch einen? Ich hol mal noch einen. Einer würde sogar reichen, bitte. Oder nicht? So, drei Stück. Das schick. Drei Stück müssten lang, ne? Jo. Sind nur 3.000 Euro, aber 3.000 Euro sind 3.000 Euro. Ich habe gerade noch mal
Mein Kopf angestrengt. Sonnenblumen können auch verfüttert werden an Schweine. Schweine nicht. Ja. Aber im Moment macht noch keinen Sinn, die einzulagern, weil, ja. Ich würde auch fast sagen, wir nutzen diese Ernte noch. Genau. Um Geld zu generieren, um Schweine dann nachher auch zu kaufen. Richtig. Weil Raps können wir auch für die Schweine brauchen, das ist kein Problem. Maisgewiss haben wir jetzt auch. Wir brauchen dann nur eine Maismaschine. Und selbst wenn zur Not, wenn irgendeine Sache auch fehlt für die Schweine, ist auch egal. Wenn die halt eben eine Sache nicht haben, direkt, dann haben sie sie eben nicht. Pech. Dann ist halt die Produktivität nicht so hoch, aber genau. Ist nicht so schlimm. Sie sind ja aber schon immer da. Fehlt 60, ne? 60, genau. So, 56 verdichtet. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon zumachen sollten, das Deal oder so, und ein bisschen was reinmachen. Ist denn das 100.000? Wir haben noch zwei. Mach doch zu. Eigentlich schon, ne? Wir haben noch zwei. Falls wir noch was haben, dann machen wir das zweite auf. Genau. Ich schau mal gerade die Sämaschine hier dran. Sieht so ein bisschen bescheuert aus auf dem Silo mit der Sämaschine, aber wir haben schon ins Gewicht. Wer ist denn auf der Wiese am Düngen? Ackermann. Nee, ich bin jetzt für dich. Ackermann, ne? Guck mal, wenn du auf dem Feld, was jetzt angesät ist schon, weißt du hier, die 55, kannst du dann nochmal drüber düngen. Das hat es schon gemacht vorhin. Ja, ich hoffe. Ah, ist schon gemacht, okay. Jetzt kommt, zweite Düngestufe ist schon durch. Dann fahr mal bei den Drescher, da kannst du auf die Stoppeln auch schon mal düngen. Nee, breit habe ich doch nicht. Ja, aber die erste Spur ist ja. Da kann ich schon mal drüber fahren, eine Spur. Nee, der Düngerstreuer streut da, glaube ich, ne, als ich schon frei gedroschen habe. Das wäre der Material. Nur das, was du frei gedroschen hast, genau. Eine Runde rum, da kann ich nämlich. Da kann ich gleich schon ansehen. Verstehst du? Okay, ja. Ich muss mich auch mal auf Admin einmelden hier. Gott, oh Gott, oh Gott. So. Machen wir mal hier. Zeit das auf 5. Das ist ganz schön groß. Ja, nicht schlimm. Und wir haben hier unten noch eins, ne? Die 56. Ja, die kommt als nächstes ran. Ich wollte bloß erstmal die 23 machen, weil das schon dunkelgelb war. Naja, alles gut. Ja, der Thomas, der spielt und stimmt nicht gerade aus. Ich glaube, die suchen verzweifelt nach Lösungen. Die suchen nach Geld. Ich denke mal, der ist auch Aufträge machen. Würde ich mal sagen. Aber wie gesagt, ich habe von Anfang an gesagt, also Hochmut kommt vor dem Fall. Ich glaube, wir haben unseren Hof auch sehr gut ausgerüstet für alle Eventualitäten. Wie gesagt, die großen Maschinen macht meiner Ansicht nach am Anfang keinen Sinn. Generell gar nicht so viel. Nee. Wenn ich Geld genug habe, dann, wie gesagt, ich hätte jetzt können zur Not das Butterfly-Mähwerk kaufen können wir hinten, aber für eine Wiese, und wir werden in naher Zukunft, glaube ich, nicht noch eine Wiese machen, eher Mais. Also, warum brauchen wir dann so ein riesen Mähwerk? Das ist Quatsch. Wir werden immer nur diese Wiese haben. Aber Chef? Ja. Wir sollten vielleicht noch irgendwo einen Wassertank besorgen. Wassertank haben wir. Hier im Hof steht ein Wassertank. Wir brauchen nur noch ein Wasserfass, ja. Das brauchen wir noch irgendwann. Ja, das meine ich ja damit. Das brauchen wir irgendwann, ja. Nur, dass wir diese Investition noch im Hinterkopf haben. Ja. Ja gut, das ist ja jetzt nicht so riesig. Weiß nicht, das ist ja kein... So, ich würde mal sagen, ich komme da schon mal... Bist du einmal rund gefahren schon? Ja, ich fahre jetzt aber mal... Auch abgeschlossen. Wie viel Dünger hast du noch drin? 2300. Auf deinem Auftrag, ne? Ja. Der ist ja fertig. Dann treff dich mal mit dem, wie heißt er denn jetzt? Ich vergesse immer den Namen. Ja, treff dich mal mit dem. Und dann tust du, da war auch knapp. Ja, umladen. Den Text abladen. Genau, dann wie bei ihm reinmachen, genau.
Hast du aber bei mir nicht ganz alles rein, glaube ich. Dann stell dir einfach bei uns beim Hof hin, ist egal, hab doch. Oh, fuck. Einfach bei den Hof hinstellen und fertig. Oh Mann, wo fahr ich denn hier hin? Was fährt der Thomas denn hier spazieren? Sag ich doch, der spioniert uns aus. Oh, hier gibt es noch nicht viel zu spionieren. Naja, solange sie noch so viel Zeit haben für so ein Spielereien, ist das alles kein Problem. Soll ich dann frei wieder zurücknehmen? Wenn du umgeladen hast, dein Zeug, und er das eingeladen hat. Und dann kannst du den Auftrag abschließen. Ja, ich sozusagen schon abgeschlossen. Ja. Sag mir Bescheid, wenn alles umgeladen ist und der das Leihding komplett aufgebraucht ist, also weg kann. So, ich lade es jetzt mal hier hin einfach. Oder auf sich. So, du kannst die gemieteten Fahrzeuge zurückgeben. Das große Gewicht, Case und Dings. Da steig mal aus daraus. Auftrag abschließen. So. 2000 Euro. 2000 geht ja noch was ab wegen den Fahrzeug. Genau. Das ist aber okay. Aber wir haben jetzt übrig, wovon. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir brauchen den. Du kannst auch auf dem Hof fahren, wenn du zu viel hast drin, dann lädst du einfach ab. Und ja. Theoretisch kann man noch einen Auftrag machen, oder? Ich kann auch noch einen machen, weil ich schon gar nicht. Ne, wir dürfen nur einen. Wir dürfen leider nur einen. Ah. Ja, du kannst doch nur einen. Einen pro Folge? Ne, einen pro Team, glaube ich. Ich glaube, wir können keine zwei. Ja, ist dann aber da düngenmäßig oder so? Da fehlt 71 Düngen, würde 6000 bringen. Können wir mit unseren Sachen machen. Genau, dann fahr hin und dann düngen. Hast du angenommen den Auftrag? Muss ich ja nicht immer machen. Muss ich machen? Ja, ich kann es nicht machen. Wendfeld, was hast du gesagt? 71. 6000. So, jetzt aber mit unseren Geräten, ne? Ja. Okay, da gib Gummi, weil du musst gleich hier auch wieder düngen. Da fahr direkt dahin. Ich probiere mal gerade, ob das geht. Kann man denn noch ernten, Ballen treffen, transportieren? Wir können nichts transportieren. Was soll ich machen? Ich bin gerade überlegen, ob du was transportieren könntest, aber wie machen wir das? Ja, wir können theoretisch das Wasserpass kaufen. Haben wir da vorgesucht? Hier ist noch ein Auftrag, düngen. Probieren wir gerade, ob das geht. Aber mit Maschinen auf Feld 39. Ne? Auf 39. Deine Farm hat bereits, geht nicht. Das geht nicht, du kannst nicht. Das ja, es gibt dafür einen Mod, also. Ja, aber den kriegen wir nicht an Mecke vorbei, weil er die Mods macht. Das wird nix. Eben nicht draufkommen. Umnehmen. Aber wir können es ja nachher mal abwechseln hier mit Hilfe. Mit Säen und so. Ach, weißt du was? Ich laufe mal bei den Ankunden, ich fahre da mal mit meinem Träger vorbei. Außer Benzin geht zu Fuß. Genau. Nee. Womit bist du unterwegs, mit welchem Schlepper? Mit dem Same? Ich ja. Okay. Ich war gerade schon mal ein Bummel. Du hast ihn gesagt, 6000, dann bin ich fertig, ne? So. Ich kauf da mal ein Wasserfass, da fährst du das schon mal holen. Vorbei fahre ich beim Hof vorbei. Transportfass. Zu Diesel, gar nicht. Oh ne. Das ist doch doof. Ja, sorry Leute. Wir haben die Verbindung zum Spiel verloren. Das ist doch doof. Naja. Wir melden uns dann mit der nächsten Folge, würde ich sagen. Bisschen doof. Aber sind eh fast 20 Minuten. Alles gut.